Ja, es ist mal wieder soweit. Heute wird eine weitere Tür in unserem Weihnachtskalender geöffnet und überraschenderweise haben wir euch mitgebracht eine neue Wanderung. Aber das war natürlich nicht der richtige Anfang, denn erst kommt die Kapelle. Die Wallfahrtskapelle von Pützfeld. Genau, die wurde 1681 gestiftet. Allerdings nicht von der Gemeinde, sondern vom damaligen Freiherrn von Friemersdorf zu Pützfeld. Und seiner Gattin natürlich auch. Ja, wie ihr vielleicht schon ahnt, sind wir mal wieder im Ahrtal gelandet. Heute sind wir bei Pützfeld und stehen hier an der Wallfahrts-Marienkapelle, direkt am Felsinghang gebaut. Meines Wissens heißt das hier Bibellei. Und wir haben uns heute mal wieder so eine Tour zusammengebastelt aus verschiedenen alten örtlichen Wanderwegen, teilweise wird der Arsteig dabei sein und mitunter sind es auch Wege, die gar nicht mehr begehbar sein sollen. Das wird spannend und spannend wird auch, ob wir am Felsrutsch vorbeikommen. Da gehen die Meinungen auseinander und vor allen Dingen, ob wir das mysteriöse Denkmal finden, von dem ab und zu mal die Rede ist. Direkt am Anfang tun sich schon ganz imposante Schieferwände auf hier. Das ist übrigens ein Zuweg zum Ahrsteig, den wir jetzt erstmal gehen. Und das fängt schon mal vielversprechend an hier. Jetzt sind wir auf dem örtlichen Wanderweg Nummer 6. Ersten Berg hochgekämpft, sind auf Betriebstemperatur und werden mit einem schönen Blick ins Ahrtal belohnt. Da liegt die Brücke. Ja. Und da steht das Auto bei Pommes Deluxe. Und da ist auch Pützfeld hinter Pommes Deluxe. Ortsteil von Ahrbrück. Jetzt ziemlich steil hoch auf den Hengstberg. Hierbei ist es, wenn wir uns nicht täuschen, ein alter örtlicher Wanderweg, der aber nicht mehr gepflegt wird, namens Hengstberg-Höhenweg. Und um was handelt es sich bei dem mysteriösen Denkmal? Ja, lass dich überraschen, das sage ich dann gleich erst. Ja, hier sind wir auf dem alten Hengstberg-Höhenweg und dieses schöne Wappen, was man da eben gesehen hat. Das ist das Gemeindewappen von Ahrbrück und diese drei Muscheln weisen dann auch auf die Jakobsmuscheln hin und natürlich auch die Wallfahrtskapelle. Jetzt sind wir mal gespannt, wie dieser alte wilde Weg weitergeht. Lässt sich schon mal schön an. Ja, wir nähern uns hier unaufhaltsam dieser Denkmalsmarkierung in der Karte. Ich muss dazu sagen, dass nur sehr, sehr selten darauf hingewiesen wird. Eigentlich auch nur auf OpenStreetMap-Karten. Ja, umso spannender wird, ob das Denkmal wirklich da ist. Was soll es denn nun für ein Denkmal sein? Ja, es nennt sich merkwürdigerweise das Denkmal der gefallenen Mädchen. Vielleicht klärt uns ja das Denkmal darüber auf, um was es sich da genau handelt. Hm.
Da wir hier auf dem Hengstberg sind, könnte es vielleicht um Reiterinnen gehen. Gewagte Theorie. Vielleicht habt ihr ja Antworten oder Kenntnisse. Wenn ja, bitte mal kommentieren. Ja, da ist es. Tja, also bin echt mal gespannt, was man darüber noch rausfinden kann. Ich habe nichts gefunden, also auch die Denkmalliste der Gemeinde Abrück verzeichnet das hier gar nicht. Wird vielleicht ein einzelner Spaßvogel aufgestellt haben, aber wer weiß. Naja, auf jeden Fall schön, dass diese unterrepräsentierte Gruppe der Bevölkerung hier auch mal denkmalsmäßig verewigt wurde. Das umgekehrte A könnte vielleicht darauf schließen lassen, dass es ein Kunstwerk ist. Von der A abgewandt und bewegen uns jetzt Richtung Blind. So, und jetzt verlassen wir hier den örtlichen Wanderweg Nummer 6 und biegen auf den A-Steig. Netterweise bietet er uns direkt hier einen Trampelpfad an. Holzgeschnitzte Krippe, die steht in der Kapelle auf der Linder Höhe. Und mit der Errichtung von dieser Krippenkapelle hat wohl ein älterer Herr das Versprechen seiner Mutter eingelöst, die damals gesagt hat, sie würde eine Kapelle errichten, wenn ihre Söhne gesund aus dem Krieg zurückkämen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo unsere Vespa einnehmen können. Ja, hier sind wir noch ein paar Höhenmeter oberhalb von der Krippenkapelle auf der sogenannten Linder Höhe. Und hier ist das ganze Panorama dann sogar noch eindrucksvoller. Das Siebengebirge, Lind. Und die Hohe Acht. Und die Hohe Acht. 747 Meter. Das Kind habe ich immer gedacht, es hieß Hohe Acht, weil es 800 Meter ist. Tja, so kann man sich täuschen. Apropos Erinnerungen. Hier haben wir uns vor vielen Jahren mal hochgekämpft bei einer Karnevalswanderung. Ja, das war auch der A-Steig. Ne? Auf dem A-Steig. Ja. Und da war in meiner Erinnerung zumindest so eine Art Schneesturm. Letzten Meter auf die Linder Höhe. Das ist eine Tortur für Mensch und Tier. Ja, mit jeder Erinnerung wird dieser Schneesturm gefährlicher.
Aber diese Schafe gab es dann auch nicht. Kleine Autos. Wahrscheinlich liegt da jetzt eine Leiche drin. Die sehen wir dann aber erst später auf der Aufnahme. Ja, wir sind hier oberhalb vom Pütztal auf so einem recht einsamen Weg und gehen jetzt so langsam Richtung Brück. Und man merkt schon, im Gegensatz zu Lind, dass sich hier die Wälder auch wieder sehr verändern. Jetzt sind wieder sehr Ahrtal-typisch hier. Mit eher kleinem Laubbaumbewuchs. Die wellenden Wunde von Brück liegen hinter uns. Aber die Sonne kommt raus. Wunderbar. Und wir gehen jetzt Richtung Sechskanthütte und nehmen da noch eine kurze Ruhezeit ein. Erstaunlicherweise noch so ein Stein wie der vom Denkmal der gefallenen Mädchen. Genau, wir sind hier einer ganz heißen Spur hinterher. Josef Schäfer, die gefallenen Mädchen, da scheint ein und derselbe Täter hinter zu stecken. Doch ganz deutlich wird es am umgekehrten A. Hier kommt jetzt erstmal die sechseckige Sechskanthütte. Das ist wieder die Kapelle, von der wir eben losgegangen sind. Und da ist die Kapelle, wo wir für ein paar Wochen waren. Die Katharinenkapelle. Ja, genau vor 2 Wochen. Panoramaweg zwischen Brück und Pützfeld. Wir kommen hier an dieser unheimlichen Stätte vorbei. Wir mögen das verirrte, gescheiterte Wanderer sein, die den Felsrutsch nicht überstanden haben, der uns gleich bevorsteht. Wer weiß, wer weiß. Ja, das sind schon mächtige Schieferwände hier. Und wir nähern uns immer mehr der Stelle, die als Felsrutsch bekannt ist. Und wo wir uns selber mal fragen, ob man da überhaupt vorbei kann. Schauen wir mal. Das sieht ja echt ganz schön spektakulär aus. Thank you.
insgesamt. Ja, und hier schließt sich so langsam auch wieder der Kreis, während wir eben von da unten hochkamen und den Weg fortgesetzt haben, gehen wir jetzt diesen steilen Pfad runter, den man wahrscheinlich bei Eisesklette besser nicht geht, denn der sieht schon sehr verwegen aus. Und dann landen wir gleich unten bei der Kapelle. In welcher Form auch immer. Zum Beispiel so. Apropos. So, hier schließt sich der Kreis. Ja. Unsere zusammengebastelte Runde ist jetzt fast beendet. Hier der Ausgangspunkt, die Marienkapelle von Spitzfeld. Nennen wir doch die Wanderung einfach mal, der Einfachheit halber, Spitzfelder Wandersockentraum. Wie viele Wandersocken hat sie denn verdient, Iris? Tja, ich würde sagen 8¼. 8¼, okay. Ja, wir müssen so langsam ein bisschen differenzieren mit den Socken. Ja, ich gehe mal wieder auf meine beliebten 8½ Wandersocken, denn das war schon ein sehr, sehr schöner Weg mit ganz tollen Passagen. Zuletzt diese Felsrutschpassage an der Bibelzlei. Linderhöhe, wunderbar. Viele Wege, die nicht viel begangen sind, wie zum Beispiel die Hengstberg-Höhenwegpassage. War eine runde Sache.